Herzlich willkommen, Kapitän bei Weltraumforscher. Ich spiele Runde Kituin. Und mal gucken, wie die Runde wird. Mal gucken. Ich bin jetzt sehr gespannt. Also die Kituin haben wir schon. Ja, die über die Hälfte haben wir schon mal um den 7er freizuschalten. Das ist schon mal ganz gut. Mal gucken, ich bin gespannt, wie die Kituin-Runde wird. Dann bin ich gespannt. So, erstmal auf dem Handy gucken mal. Ich habe auf einen Discord-Server habe ich ja einen besonderen Namen gewählt und ist ein relativ Klassiker. Das Problem ist ja nur die Leute, der Film ja kennt ja. Ich habe mir aus, kann man sagen, aus Spaß kann man sagen. Ich weiß nicht, die Älteren kennen ja den Film ja, aber ich habe mir als Gag habe ich mal der Wichser mir einfach ja auf einen Discord-Server einfach genannt. Ist ein Film. Es ist sehr lustig, so Komödie ist das. Es gibt auch einen zweiten Kinofilm dazu auch. Also ist, ja, kann man sagen, ist schon, glaube ich, 2006 ist der Film. 2006, 2007, ich bin mir nicht sicher. Aber das ist, kann man sagen, eine sehr interessante Humor. Es ist eigentlich ein bisschen Komödie, da ziehen sie, kann man sagen, alles durch den Kakao. Da haben sie Hitler als Butler da abgestempelt. Also, der macht ja so Monk-Gymnastik auch. Und das sieht so bescheuert einfach aus. Also, wenn er den Film nicht kennt, also, ist ein relativ, kann man sagen, eine sehr interessante Humorart. Ist so ein bisschen stumpfer Humor, aber auch teilweise sehr gut. Deswegen. Also, ich habe mir also aus Spaß mal den Namen einfach ausgewählt. Um die Leute mal ein bisschen zu trollen. Außer die Leute ja von außerhalb von Deutschland, das nicht kennen ja. Den Namen ja. Wir wissen ja nicht, wo der Name eigentlich genau wegkommt, ja. So, Tier 8 Matchup und Tier 6 Matchup. Und ich habe eine beschissene Luftabwehr. Geil! Also vorhin mit hier gewesen und jetzt bin ich laut hier. Also. Geil. Also mag Spaß. Also. Geile Reichweite mit meinem Flugabwehr 3,6. Das ist der beschissenste Wert von allen. Der Kaga kann mir eigentlich grund auf gut durch mich dauermoppen eigentlich. Oh, ich hab ein paar Flieger abgeschossen. Nice. Der fliegt an der Hippan? Okay, das ist nur ein bisschen sehr mutig, an Hippan zu fliegen. Also dafür hat er auch ein bisschen relativ viel Leben verloren. Okay, ist nur Standardgefecht, das ist aber schon mal ganz gut. Ich hoffe, ich kann Stealth schießen, ist schon mal ganz gut. Oh, schön, gleich ist es abgefuckt. Juhu! Ach du Kacke. Sinop, vergiss es. Haha, daneben. Ach du Schnau, oh Mann. Ja, eine Murmel trifft genau diese blöde Zita. Geil. Und das mit diesem Schiff. Was überhaupt null Luftabwehr richtig besitzt und das ein Tier 8 Matchup, das so mit CV noch. Ja, geil. Also die Kituin auf Stufe 8, also Battle Rating auf 8 zu spielen, ist leider mit Wasser verbunden, ist komplett eine Kraus. Das ist unspielbar. Ich bin ja nur darauf gespottet gerade nur. Dazu noch die Kacke kann einfach darauf spammen einfach. Ja, geil. Also ich finde es immer bescheuert. Ja. Ich bin der einzige Schiff. Eigentlich ist das die Aufgabe, hier ein Schlachtschiff hier vorne zu stehen. Jo.
Also, ich finde die persönliche Meinung auch. Ich wurde gerade einfach, ich habe nur 3728 Schaden. Und das ist auf Stufe 8. Also, wie soll ich mich noch großartig noch wehren können? Ich bin verdammte Kreuzer auf Stufe 6. Ich wurde einfach von CV einfach massakriert, einfach, kann man sagen. So extrem. Ich wurde gespottet, meine Luft wird beschissen. Also, die Keytrainer auf Stufe 8 mit CV. Also, das ist unmöglich zu spielen. Eigentlich sind die Holländer, ja, die Niederländer, also so mehr Inselschiffe, ja. Aber das kann ich komplett in der Pfeife rauchen, weil im Grunde, ich habe zu viel Schaden gefressen. Eigentlich müssen die Schlachtschiffe vorne stehen und nicht ein Kreuz auf Stufe 6. Also, besonders die Lenin ist ein Schiff, was sehr robust ist auf Front. Also die Kaga Black tut gerade einfach nur die 6 abfarmen. Also das kann ich wie ein CV genauso gut, diese ganzen 6 abfarmen. Das Problem als 6er, wenn du 6er abschlachten tust als CV, kriegst du viel weniger IP natürlich auch. Enemy ship is in sight. Geil, also unsere Schlachtschiffe, also besonders die Linien, kann man auf gut Deutsch die komplette in eine Pfeife rauchen. Kann nur höchste, kann mit meinen heiligen Höchsten die noch ein bisschen nur nerven oder das Rad zum Großen und Ganzen. Der CV fliegt ja nur dauerhaft hier an. Also ich glaube, es wird dann relativ eine schnelle Runde mit diesem Schiff. Die preschen einfach instant so durch. Ich kann wirklich sie nur mit meinen Haien ein bisschen nerven. Wenn ich das Schiff mal abfacken würde. Ah, ich glaube, ich bin aus seiner Reichweite. Der fährt echt rückwärts. Ja, also die Kagatur jetzt, die ne, North Carolina, die Colorado jetzt abfarmen können jetzt. Die sind auch noch stocken noch, geil. Colorado gegen eine Kaga, was komplett eine Machtlust dagegen ist. Ja, richtig super. Alter, einfach Colorado, einfach so halbiert einfach. Von CV und von der Sinov einfach. Okay, dafür hat die Sinov ein paar Murmeln mitgenommen. Immer noch nicht. Na, meine Reichweite soll da auch gleich zu Ende. Oh, jetzt hab ich mal abgefackelt. Juhu! Oh, jetzt ist meine Reichweite vorbei. Geil. Jetzt bin ich leider gezwungen, ranzufahren. Also dazu noch der Cooldown von dem Schiff ist auch viel zu hoch. Also nicht von dem Schiff, von dem reicheren Flieger. Du bist auf Stufe 6. Du hast hier knapp 4 Minuten, musst du warten auf den Reichweitenflieger. Und du kommst in 8er Matchup rein. Und du musst von Schiffen fliehen, was du eigentlich komplett nichts dagegen machen kannst. Besonders gegen CV, die dich da auf Spot und du bist gezwungen abzuhauen. Also das ist schon ein bisschen grenzstabil. Also der CV und die Sinop haben einfach so die Colorado einfach so alleine platt gemacht. Das ist schon sehr heftig schon. Jo. Ja, 10k genau in der Schiffsmitte. Ist klar.
Das sind wieder typisch russische Schiffe wieder. Also die, das sind so welche richtig Abfuckschiffe einfach nur. Also die kannst, eins kannst du machen. Du kannst mit dem Schiff Overpants machen oder Zitas. Also der hat genau die Seite genau, die sind genau mittig eigentlich schon weggedreht. Wir tropfen noch mit diesem, mit ihm nur noch eine 10K-Schelle noch mitgegeben. Also die ist selbst ich ja, wo die russische Schlachtschiffe gespielt habe, die sind auch völlig broken einfach. Ich habe nur auf die Fresse bekommen 15.000 Schaden und das von reiner 8er Matchup. Dazu noch mit CV, was mich darauf gespottet, ich konnte nicht mein Game, also meine Runde nicht richtig machen. Also das war einfach, das war ein Haufen Müll. Naja. Naja, ich glaube, das wird keine die Glanzrunde. Der CV macht auch, versucht irgendwie auch gerade die ganze Zeit irgendwie die Sinop irgendwie noch zu killen. Aber die Kaga ist auch für Augen, kann man sagen, völlig bescheuert. Die hat die doppelte Anzahl an Flugzeugen. Was sie eigentlich gefühlt auch irgendwie kommen Flugzeuge verlieren kann, ja. Außer also wenn die Kaga da auf die starke Anti-Schiffe reinprescht, ja. Naja, ich würde sagen, ich gehe mal aus die Runde raus. Ja, das war erstmal die Kitwin. Ja, richtig geile Runde. So CV, also die Kitwin, wenn die Kitwin auf Stufe 8 ist und dann mit noch und dazu noch mit CV. Also dazu noch mit die beschissene Anti-Air, das hat. Also ich bin eigentlich, ist meine persönliche Meinung, alle Kreuze von der Nation, alle mal ein bisschen Reparaturmannschaft gegeben. Ich hatte kaum noch Leben gehabt. Und ich musste diesen Leben, was ich noch hatte, noch irgendwie noch zurechtkommen. Und das ist, ich finde es langsam nicht mehr zeitgemäß. Das ist so, jede neue Schiffe, so bestimmte Schiffskreuzerklassen kriegen immer einen Heal dabei. Die Briten haben übelsten Geil, die haben alle britischen Kreuzer, haben alle ihre Reparaturmannschaft bekommen und Resignation, müssen bis auf Stufe 9, teilweise auf Stufe 9 sich hochsterben. Also das ist schon ein bisschen krass. Also ich glaube, ab Stufe 8 hat man schon Reparaturmannschaft schon dabei. Bin ich nicht sicher. Ab Stufe 8. Ich muss noch zwei Stufen noch bewältigen, noch, um den Reparaturmannschaft zu kriegen. Also, ich bin ja auch der Meinung, selbst auf Stufe 6 schon mal eine Reparaturmannschaft zu geben, schon mal. Also, es ist eigentlich niemals zeitgemäß nicht mehr. Wenn ich überlege, die Japaner, sag mal, die Amerikaner und die Japaner und die Deutschen, die sind Kreuz, die sind auch relativ lange drin. Die haben alle bis ab Stufe 9 haben sie schon den Reparatur. Mannschaft erst. Den Rest musst du dich hochsterben. Du musst irgendwie ein bisschen leben, was du noch hast, irgendwie noch zurechtkommen. Ich weiß nicht. Also, ich bin langsam der Meinung, doch irgendwie nur wenigstens etwas bisschen hier sich wieder heilen können. Muss nicht viel sein, aber etwas dagegen steuern. Naja, wir sagen, das war erstmal von der Kitty-Win. Wir sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal und haut rein. Wir sehen euch von der Snow nach oben.